Duales Stream-Setup, PCs, drei Kameras, professionelles Mikro, Mischpult, virtuelles Mischpult, Keylights, Greenscreen, ne? Who's that Pokémon? It's no way for you! Mann, bist du rot? Ja, ich bin, das ist für mich sehr ungewohnt, weißt du? Ich halt hier on stream. Ich habe hier so vier Keylights, die von allen Richtungen mich anscheinen. Und ich habe so einen fetten Greenscreen hinter mir und so. Das ist schon sehr ungewohnt. Also, NNO wird eine Organisation. Das heißt, was wir machen werden, ist, wir werden ein Team stellen in der nächsten Season. Wir selber könnten spielen, ne? Ihr wisst, wie die Regeln sind, aber die Regeln, die Riot aktuell auflegt, sind leider sehr unpraktisch für uns und würden uns die Möglichkeit nehmen, unsere Streams weiterzuführen in der jetzigen Art. Wer bezahlt das? Alles via Infokasse am Anfang. Das ist schon ein finanzielles Risiko, ne? Wir haben natürlich die Hoffnung, dass wir für das Team Sponsoren finden. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass wir einen Teil der Kosten vielleicht mit Merch und anderen Sachen tragen können. Aber wir gehen bei allem in die Vorkasse. Und lohnt sich, wenn ihr dann EO Masters gewinnt, Pock? Also ich glaube, wir haben echt eine sehr coole Truppe zusammengestellt. Also es ist einfach von der Geschichte her, ne? Wir wollten ja auch so ein bisschen noch ein Video drehen. Und dann, wir haben die Hertha-Jungs aus der Liga gekickt. Und dann, jetzt nehmen wir sie auf und geben ihnen die Chance, in der First Div zu spielen. Da gab es so coole Ideen, ne? Und so Content-Stränge. Das ist jetzt ein bisschen schade, ne? Aber ich bin sehr stolz auf das, was wir geschafft haben die letzten Tage. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool, wie das gelaufen ist. Bitte Cam drehen. Leute, jetzt, also mein Game-Monitor ist hier. Da muss ich gleich hinschauen. Und ihr seid hier. Jetzt in-game muss ich hier hinschauen und dann da. Wisst ihr? Da ist eine Lücke im Bild. Du, Leute, ich bin überhaupt froh, dass ich hier ein Setup gefunden habe zum Streamen. Es ist nicht perfekt, aber ich sag euch eins. Das ist 10-mal besser als das, was ich zu Hause habe. Ich habe so ein Setup noch nie gesehen. Duales Stream-Setup, PCs, drei Kameras, professionelles Mikro, Mischpult, virtuelles Mischpult, Keylights, Greenscreen, ne? Da hinten ist ein Kleiderschrank mit Kostümen und ihr wisst, was das bedeutet. Hast du in letzter Zeit mehr Sport? Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe, bevor diese NNO-Phase angefangen hat, hatte ich tatsächlich 8 Kilo abgenommen. Ne? Aber jetzt, diese NNO-Phase, habe ich richtig Massephase gemacht wieder. Ich habe bestimmt 3-4 Kilo wieder zugenommen, weil das war einfach sehr, 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 sehr stressig. Wisst ihr? Sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr stressig. Aber liegt auch Stroh rum? Nee, aktuell liegt noch kein Stroh rum. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Was nicht ist, kann ja durchaus noch werden. So, wir brauchen den leichtesten Champion im Spiel. Was ist der leichteste Champion im Spiel? Und wo ist Zix? Ich glaube, es ist Zix, Leute. Wir werfen einfach ein paar Bömmchen. Ich habe keinen Zix, das kann nicht wahr sein. Okay, dann ist es Vel'Koz. Vel'Koz ist der leichteste Champion im Spiel. Bisschen Geometrie, paar Winkel, paar Laser, ne? Das kriegen wir hin. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin in Berlin, bin ich gerade, für 3 Tage. Ich habe hier mehrere Drehs, mehrere Videos. Ihr wisst ja, was ich mein Zuhause ganz gerne mag. Das heißt, ich habe mir jetzt in diesen 3 Tagen, habe ich alles reingelegt, was ich machen kann. Alles. Ich habe 6 Drehtermine, 17 Meetings, ne? Jeden Tag 16-Stunden-Tage, pretty much, von Anfang bis Ende. Alles in diese 3 Tage gepresst, wisst ihr? Und sobald diese 3 Tage vorbei sind, gehe ich nach Hause und ihr könnt mich alle mal. Ich liege in meinem Bett, ich bin an meinem PC und ich bewege mich keinen Zentimeter. Das könnt ihr aber sowas von glauben. Ich werde mich keinen Zentimeter mehr bewegen. Ich habe mal eine Frage zu eurer Sponsorensuche. Muss der Sponsor irgendwas mit Digital bzw. E-Sports zu tun haben? Also wir haben natürlich Ansprüche an unsere Sponsoren, ne? Also wisst ihr, das Problem ist erstmal aktuell, wir haben ja noch nicht so viel vorzuweisen. Das heißt, aktuell muss die Reichweite primär von uns kommen. Wir müssen Werbung machen, wir müssen Kanäle aufbauen, wir müssen... Jetzt fange ich schon mit dem ganzen... Nein, ich sage jetzt noch nicht... Lasst mich bitte... Leute, ich will nichts Falsches sagen. Ne? Lasst mich bitte erst die Sachen sichten, die anderen gesagt haben, damit ich euch dann wirklich fair erklären kann und nichts sage, was ich nicht sagen soll, okay? Mein Gehirn ist nicht mehr an heute, okay? Mein Gehirn ist einfach nicht mehr an. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen Vel'Koz spielen hier. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen Vel'Koz spielen. So ein bisschen, so einen kleinen Laser oder zwei, ne? So, und ich bin schon wieder voll komisch mit der Kamera. Ich merke das schon, ich bin so aufgedreht. Vielleicht ist das auch das Dr. Pepper, das sie mir hingestellt haben. Voll Fokus, meine Damen und Herren. 14 MS NNA. Nee, der Account ist nicht mehr NNA. Das ist einer von den Accounts, die ich transferiert hatte, um mit Proxer zu spielen. Der war davor, war der NNA. Das Problem ist, dass Riot damals die Regel angepasst hat, wer Duke-Tune kann. Und der Account hier hat leider Master MMR gehabt und wir konnten dann, obwohl der nur Platin ist, konnten wir nicht mehr Duke spielen mit dem Account.
obwohl er nur Platin ist, ging es nicht mehr. Und das war sehr, sehr schade, weil ich wollte ja eigentlich mit Proxer so ein Kleinprojekt bis Master machen, ne? Aber das hat Riot leider mit... aber es ist ein guter Patch an sich, wisst ihr. Das heißt, das hier ist Platin Smurf Q, was wir gerade spielen. Also das ist ungefähr Master MMR und ist Platin Smurf Q. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber wenn man nicht an seinem heimischen Setup ist, man wird 20 Level schlechter. Das ist so crazy. Ich meine, gut, vielleicht kann auch der Schlafmangel und die Reise und der ganze Schmarrn reinkicken, aber vom Gefühl her wirst du einfach so viel schlechter, so schnell. Kann natürlich sein, dass wir hier mitten ins Horsey reinlaufen, ne? Das sieht nicht so aus. Weil wir spielen gegen Knabe raus. Das ist aber nicht wahr, oder? Ich bin im Instinct 3 Studio und spiele gegen einen Spieler, der Knabe raus heißt. Knabe raus auf der Botlane. Ich sitze im selben Stuhl, in dem Henno gesessen ist. Knabe raus. Ich habe 41. Actually ist das wesentlich besser als unser Viewer-Game gerade. Wir halten uns, Leute. Wir sind nicht komplett nutzlos, okay? Wir sind nur ein bisschen nutzlos. Jetzt nur nicht gepiked oder gehorsed werden hier als nächstes. Ich habe so Angst, dagegen zu werden, weil eigentlich kann ich den halt super easy gerade bullien. Aber ich bin halt ein Vel'Koz, ne? Und Vel'Koz ist sehr, sehr anfällig. Tatsächlich sollten wir wahrscheinlich einfach Ult... Sollen wir nicht einfach Ult traden? Wenn ich einen Q treffe, würde ich Ult traden, glaube ich. Weil wenn sie keine Ult hat, kann sie uns nicht angehen. Ja. Wenn sie natürlich sowieso einfach basen möchte, dann ist wurscht. Okay, back to base hier. Okay, unser Toplaner ist stark, unser Jungler ist stark und wir sind dabei. Das ist doch auch was wert, ne? Wir können gewinnen, wir können gewinnen. Das ist das Allerwichtigste. Alles, was wir brauchen, ist ein bisschen Magie. Nur ein bisschen anstrengend. Na, das ist Smurf Q. Smurf Q ist wahrscheinlich der toxischste Platz, den es gibt in League of Legends. Das ist wirklich schlimm. Also die Toxicity in Smurf Q ist, glaube ich, ungeschlagen. Weil alle Leute denken, sie sind gut und alle Leute wollen nur diese Heavy Snowball und sie sind unter ihrer Elo und sauer, Wut. Energy Drink um 0 Uhr oder so. Ah, du weißt, dass du ein echter Gamer bist, wenn du dir den Energy Drink um 0 Uhr reinzwirbelst. Dirty Skill, Schatz hier. Aber ich, Leute, eine Sache, die gut ist als Gamer, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich bin praktisch immun gegen Koffein. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich was Gutes ist, immun gegen Koffein zu sein. Aber ich bin praktisch immun gegen Koffein, weil ich so viel Koffein in meinem Körper habe. Das ist... Ich bin einfach... Ich stoße das ab so von mir, wisst ihr? Ich bin sowas von super duper tot. Please? Please? Ist Yellow Cat nicht Kasing immer gewesen? Oder bin ich blöd? Das ist doch Kasing. Oder nicht? Der hieß zumindest, früher hieß Kasing Yellow Cat auf seinem Smurf. Das ist wirklich Kasing. Oh, was? Wenn ich den Charm da dodge, kann ich die actually beide bursten. Nein, den Charm nicht gedodge. Das ist wirklich Kasing, ne? Wusste ich so. Ich kannte doch den Account. Smurf Q ist wild. Klaus da, Klaus. Das ist in der Tat ganz schön schwer. Wir sind gut dabei, ne? Uff, sind die alle toxisch? Ja, ich meine, ich könnte besser spielen, Leute. Ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr so 100% auf der Höhe hier. Aber wir kriegen das. Facecam, ja, wenn ich... Also ich versuche immer, wenn ich so bei so spezielle Sachen mache, weil das ja für euch scheiße ist, ne? Ich kann nicht in dem gewöhnten Volumen streamen. Ich bin nicht auf der gleichen... Ich bin halt nur zu Hause, bin ich wirklich ich, wisst ihr. Das heißt, ich versuche halt dann immer so ein bisschen Mehrwerte für meine Zuschauer zu schaffen. Und ich streame ja ohne Cam sonst. Das heißt, ein sehr einfacher Mehrwert für meine Zuschauer ist, wenn ich dann einfach mal mit Cam
Cam streame. Auch wenn das immer sau awkward ist und zu komisch und ich bin halt immer so ein gesichtskirmes Mensch irgendwie. Das ist dann immer so ein bisschen awkward, ne, aber hey. Wer ist der AFK gegangen, oder was? Das ist ja AFK. Er ist nicht wirklich AFK, er hat sich gerade bewegt. Er ist nur so ein bisschen AFK. Nur ein bisschen, der kommt gleich bestimmt zurück. Okay. 6000. Minus 5. Geil. Das war ein sehr schönes Game. Wir haben Krebs gewünscht bekommen. Wir haben selber einen Krebs gespielt. Nee, das ist eigentlich ein Velkos. Velkos ist, was ist denn der? Ein Tintenfisch oder so. Wir haben den Client auf Deutsch, ne? So sieht's aus. Sehr gut. Whee!